Verführung, Mord und Verzweiflung. Menschliche Abgründe, wohin man schaut. Was für eine Kulisse für eine Fernsehkommissarin. Zusammen mit Kommissarin Bibi Fellner aus den österreichischen Tatorten, der Schauspielerin Adele Neuhauser, werde ich jetzt die Ermittlungen aufnehmen. In einem der prächtigsten und prunkvollsten Museen dieser Erde. Dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Ja, das wird ein kniffliger Fall, aber wir werden ihn klären. Darauf freue ich mich jetzt schon. Herzlich willkommen beim Museumscheck. Von wegen alter, angestaubter Musentempel. Wie man hier Kunst vermittelt, ist neu und aufregend. Schaut nur! Schaut mich nur an! Kraft, Autorität, Macht! Ihr könnt sie sehen. Aber ich schweige. Weit über 1 Million Besucher hat das Kunsthistorische jedes Jahr und ist damit das meistbesuchte Museum in ganz Österreich. Eine absolute Touristenattraktion. Und das in Wien, in dieser Stadt, wo es von Attraktionen nur so wimmelt. Und das Kunsthistorische hat eine der besten Sammlungen in der ganzen Welt. Durchaus vergleichbar mit dem Prado in Madrid. Auch architektonisch ist das Museum ein absoluter Hingucker, auch wenn es gar nicht so alt ist, wie es aussieht. 1891 war es fertig, gebaut im Stil der Renaissance, die damals schwer angesagt war. Mitentworfen hat es übrigens ein Deutscher, Gottfried Semper, der auch die Dresdner Museen und natürlich die Semperoper gebaut hat. Und eröffnet hat es kein geringerer als Kaiser Franz Josef. Hier ist sie überall zu spüren, die Pracht und Macht der Habsburger. Ungeheure Kunstschätze hat die einflussreichste Herrscherfamilie Europas über Jahrhunderte gesammelt. Die Kunstkammer mit 2200 Exponaten ist einzigartig. Und frisch renoviert funkelt sie wieder kaiserlich. Die Macht der Habsburger reichte bis in die neue Welt und nach Spanien, wo Diego Velázquez im 17. Jahrhundert als Hofmaler Karriere machte. Seine revolutionär modernen Bilder sind in einer exzellenten Sonderausstellung zu sehen. Viel Programm also, und das ist noch lang nicht alles, was hinter diesen dicken Mauern zu sehen ist. Wow, was für ein bombastischer Empfang. So was könnte sich kein Museum der Welt heute mehr leisten. Da hat die K&K-Monarchie in ihrer Endphase noch richtig geklotzt. Aber wenigstens fürs Volk. Die sind von Anfang an hier Schlange gestanden, um in diese Kathedrale der Kunst reinzukommen. Aber eins wird hier auch deutlich. Die Habsburger wollten schon zeigen, wir sind ganz groß und ihr, das Volk, seid ganz klein. Hallo, jetzt darf ich Sie mal begrüßen. Ja, das ist schön. Danke sehr. Überwältigenden Raum. Das ist wirklich umwerfend. Schüchtert Sie das ein? Nein, im Gegenteil. Nee? Ist es erhebend? Es ist erhebend und ich freue mich schon, eine dieser Treppen da hinaufzugehen mit Ihnen gemeinsam. Na, ich würde sagen, wir gehen die Haupttreppe raus. Ich finde es ja so lustig, dass das immer noch Stiegenhaus heißt. Weil Stiegen, das ist für Deutsche natürlich eher was Kleines. Ist was Kleines. Das ist ja toll, dass Sie überhaupt herkommen konnten, weil Sie sind ja mitten in Dreharbeiten gerade. Mitten in Dreharbeiten, aber das habe ich mir nicht nehmen lassen, hier im Kunsthistorischen Museum noch einmal mit Ihnen durchzuwandeln. Das ist eins meiner Lieblingsplätze in Wien. Also das ist, man könnte eigentlich tagelang hier drin verbringen und hat noch immer nicht alles gesehen. Wann waren Sie das letzte Mal hier? Ich glaube so vor 2 Jahren mit meinem Bruder, da war ich das letzte Mal hier. Und dann davor war ja diese große, wahnsinnige Aufregung mit der Saliera. Ja, zu der gehen wir natürlich auch. Okay.
Können Sie denn hier eigentlich unbehelligt durchgehen? Sie sind ja total bekannt in Österreich. Ja. Ich meine, in Deutschland auch, aber ja. In Österreich ist ja noch extremer. Das stimmt. Also die meisten haben Sorge, dass hier irgendwas vorgefallen sein könnte, dass ich ermittle oder so. Sagen die alle Bibi zu Ihnen? Oder viele sagen Bibi zu mir, aber ich drehe ja auch diese Serie Vier Frauen und ein Todesfall. Also ja, da bin ich die Julie Zirbner. Nur heute scheine ich eher an Bibi zu erinnern. Ein Blick noch hoch ins meisterliche Treppenhaus, wo auch der berühmte Wiener Maler Gustav Klimt mehrere ansehnliche Damen hinterlassen hat. Und dann ab in die Gemäldegalerie. Lauter alte Meister. Klassiker der Kunstgeschichte. Dürer. Tizian. Raphael. Rembrandt. Die größte Bruegel-Sammlung der Welt hängt hier in Wien. Bilder, die uns viel erzählen über den Geschmack von Königen. Besonders die Maler der Renaissance und des Barock haben die katholischen Habsburger begeistert. Vor allem, wenn sie mit solcher Wucht und Dramatik malten wie Michelangelo Merisi, ein Raufbold mit schlechten Manieren und einem unfassbaren Talent. Als Caravaggio erfindet er um 1600 eine völlig neue Bildsprache. Der wäre wahrscheinlich heute Hollywood-Regisseur, oder? So wie der Szenen gemalt und beleuchtet hat und inszeniert hat. Würde mich interessieren, was die da mit diesen Stöcken da bei ihm anrichten. Nichts Gutes. Das schaut nicht gut aus, ja? Na, fast so grausam wie die österreichischen Tatorte. Also bei Ihnen geht es ja auch ganz schön heftig zu, oder? Also ich meine, an Grausamkeit werden wir auch überboten von Deutschen. Also so ist es nicht. Finden Sie das gut, dass die so heftig sind inzwischen? Nur um der Grausamkeit einen Platz zu geben, dann finde ich es schrecklich. Aber wenn ich eine Geschichte erzähle, die eine bestimmte Dramatik erfordert, dann muss man sie sich auch nehmen, so wie er das auch tut. Ja, aber das hat irgendwie doch die Menschen anscheinend immer auch fasziniert, sowas, oder? Ja, ich meine, damals hat man es halt in irgendwelchen christlichen oder griechischen Mythen verpackt und heute verpackt man es im Tatort. Ja, richtig. Ja, auch dieses Bild. Das ist auch sehr freundlich. Ja. Mm. Das ist David, der Goliath den Kopf abschlägt. Ja. Aber er guckt nachdenklich, so ganz begeistert ist er nicht. Er schaut irgendwie so, als hätte er den Auftraggeber gefragt, ist das jetzt okay so? Also irgendwie so, zufrieden? Er zögert. Ja. Sagt Ihnen so eine Malerei was? Also ich bin begeistert von der Art und Weise der Malerei. Ja, alleine wie dieses Hemd gemalt ist, wie die Haut sich, man kann ihn förmlich anfassen. Im Hautmalen war wohl nur einer besser. Der gefeierte Barockstar Peter Paul Rubens. Er war der berühmteste Maler seiner Zeit. Mit einer Riesenwerkstatt in Antwerpen und vielen Assistenten. Königshäuser und Kirchen wollten seine Bilder. Damit es schneller ging, hat er oft nur die wichtigen Teile im Bild selbst gemalt und den Rest seiner Angestellten machen lassen. Ein echter Profi. Für viele ist Herr Rubens vor allem der dicke Frauenmaler. Ja, aber auch die Babys hat er ziemlich dick gemalt und es ist entzückend, wie dieses eine mit uns so kokettiert. Ja. Und ich finde auch die Männer, also die Muskelberge, der hat schon menschliche Körper geliebt, oder? Das ist aber auch faszinierend, der menschliche Körper. Also das ist so, wie die Muskeln funktionieren. Ich habe mal gelesen, dass Sie als junge Frau immer gerne üppiger gewesen wären. Also haben Sie das dann neidisch angeschaut, was da zu sehen war? Vielleicht war ich inspiriert von diesen Figuren, das kann schon sein, ja. Aber war so, ne? Ja, es war so. Das ist einfach weiblich. Einfach, desto mehr man an Körperfülle hat, umso weicher, einnehmender ist man. Also mir gefallen Frauen, die ein bisschen mehr an Körperfülle haben. Ist das diese runde Weichheit, die Sie bei Frauen mögen? Also es ist ein Körper, in dem man sich vergraben möchte, oder? Mhm. So ein weich und warm und einladend. Ja, der alte Rubens hat das gern gemacht. Er war 53, sie war 16, als er sie geheiratet hat. Seine Leistung, der gute Mann. Und sie hat ihn gut bei Kräften gehalten. Also sein letztes Kind ist 8 Monate nach seinem Tod geboren worden. Also er hat bis zum Schluss mit ihr Spaß gehabt. Unglaublich. Und sie sieht zumindest, da war sie schon ein paar Jahre verheiratet, nicht so verhärmt aus, als wäre es ganz schrecklich gewesen, nein, mit ihm verheiratet also sie zu sein. Sie wirkt nicht so. Sie wirkt sehr entspannt und sehr verliebt eigentlich auch.
Eine Kunstpause sollte man in der Hauptstadt der Kaffeehäuser natürlich ganz stilvoll machen. Unter dieser atemberaubenden Kuppel. Das, was wir heute hier anschauen, ist nur ein Teil des Kunsthistorischen Museums. Es gibt auch noch diese großartige ägyptische Sammlung. Es gibt die Antikensammlung, eine Abteilung für Münzen und Medaillen und ausgelagert in der neuen Hofburg noch eine große Waffensammlung, das Museum für alte Musikinstrumente und die Schatzkammer. Das reicht locker für 3 bis 4 Tage Museumsbesuch. Frau Dr. Haag, warum brauchen wir im 21. Jahrhundert noch so ein Museum? Weil wir nach Beständigkeit suchen, weil wir Ruhe brauchen, weil wir Antworten auf die Fragen brauchen, die uns beschäftigen, weil wir auch ein bisschen weg wollen von dieser ständigen Reizüberflutung und uns auch ein bisschen in Schönheit bewegen wollen, weil wir uns in angenehmen, in großen Räumen bewegen wollen und weil wir aber auch ein bisschen Entertainment haben wollen. Das bieten Museen natürlich auch. Und weil wir letzten Endes auch wissen wollen, woher kommen wir denn eigentlich? Was macht unsere Kultur aus? Was macht unsere auch Geschichte, unsere Identität aus? Und das findet man in diesen Museen. Entertainment ist ganz wichtig mittlerweile in Museen. Man spricht ja auch von der Eventisierung der Museen. Wie machen Sie dieses Haus fit für die Zukunft? Es ist uns ganz wichtig, dass wir auch junge Menschen ansprechen. Die Bildungsbürger, die wissen, was sie in unserem Haus haben. Die Touristen wissen, dass sie unsere großen Sammlungen sehen wollen. Aber wir wollen natürlich auch die jungen Menschen für unsere Sammlungen interessieren, die ein bisschen kritischer ins Haus gehen, die über andere Medien sich mit allen möglichen Informationen versorgen. Und wir wollen unsere jungen Leute animieren, kommt in unser Haus, man kann bei uns was lernen, aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen sind wir so etwas wie ein begehbares Bilderbuch, auch wie ein eben der berühmte außerschulische Lernort, der aber eben Spaß machen kann. Ein Sichelschwert, das noch rot war vom Blut eines anderen Ungeheuers. Pallas Athene versprach Perseus zu helfen, dafür verlangte sie meinen Kopf. Knifflig. Knifflig ist es für einen Mann wie mich, Frauenballettschuhe in Größe 44 zu finden. Fußballschuhe sind einfach. Frauenballettschuhe sind es nicht. Ihr schaut mich an. Langsam. Lange. Ich sehe mich im Spiegel. Sehe die gespannten Muskeln. Die verschiedenen Schattierungen vom Braun. Die spröde Trockenheit. So bringt man jahrhundertealte Bilder wieder zum Sprechen. Das Ganymed-Projekt zeigt neue Sichtweisen auf alte Meister. Ich sehe die Knochen hier. Da werden Bilder lebendig, an denen man normalerweise ganz achtlos vorbeigehen würde. Empfinden Sie das auch so, dass Sie diesen Fürsten da zum Sprechen bringen? Genauso finde ich das. Also ich finde diesen wunderbaren Text von dem Peter Esterhazy, finde ich eben so toll zu diesem Fürsten, wo ich auch eigentlich als normaler Besucher dran vorbeigehen würde. Und dann ist natürlich auch dann diese Idee von Jacqueline und ihrer Kostümbildnerin, das in diesem Tütü zu machen und den Tod mit dem Schwan zu vergleichen, so, finde ich irgendwie genial. Als ich am Anfang gehört habe, du strittst im Tütü auf, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ewiger Gott, ich bitte dich, wende dein Angesicht zu uns hier Versammelten und lass dies heilige Opfer. Bis zu 1000 Besucher sind abends ins Kunsthistorische Museum gekommen, um bei dieser fesselnden Art der Kunstvermittlung alte Meister neu zu entdecken. Das preisgekrönte Ganymed-Projekt erobert inzwischen auch andere Museen in Europa. Von deinem Zorn befreie uns. Oh Herr. Mit dem Ganymed-Projekt, das war ja ganz schön mutig. Sie wussten ja nicht, was da passiert, was die Künstler damit machen. Da hätten viele gesagt, nee, können wir nicht machen mit unserem Museum. Ja, nein, ich war sehr, sehr froh über diese Initiative, diesen Vorstoß, weil mir war dieses Potenzial, das in dieser Form der Kunstvermittlung liegt, sofort klar. Dass eben diese Texte, die sehr subjektiv geschrieben worden sind, eben eine andere Deutung der einzelnen Bilder ermöglichen. Ich wollte auch damit ganz klar Mut machen, man kann die Bilder lesen, wie man will. Es gibt keine
einzige richtige Wahrheit. Die hat das Museum nicht für sich gepachtet. Vielleicht in kunsthistorischer Hinsicht, aber nicht, welche Komplexität bei den Bildern vorherrscht. Zum Beispiel hier bei diesem wunderbaren Bild Lot und seine Töchter gibt es einen Text dazu, der gar nichts mit der Kunstgeschichte zu tun hat, aber wo wir einen gesellschaftlichen Aufhänger haben. Und ich habe sehr schön gefunden, dass viele Menschen zu uns ins Haus gekommen sind mit diesem Projekt, die vielleicht das erste Mal im Haus waren. Und dass man Scheu verlieren kann, dass man kommen kann und seine eigenen Antworten auf die eigenen Fragen finden kann in diesen Bildern. Das ist unglaublich spannend. Dass der Mensch Jäger und vor allem Sammler ist, das wissen wir ja alle. Da müssen wir nur mal in unseren Keller gucken. Aber was die Habsburger so alles gesammelt haben, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Riesige Schüsseln und Schalen, Pokale, kleine Trinkgefäße und Becher und Schüsselchen. Alles, was man sich nur denken kann. Und natürlich enorm kostbar. Mit Edelsteinen verziert, aus Gold, aus Silber oder gleich ganz aus Elfenbein geschnitzt. Die Habsburger wollten einfach die große Welt im Kleinen abbilden. Dazu gehörten auch reparierte Pflanzen und ausgestopfte Tiere. Aber davon ist heute natürlich nicht mehr viel übrig. Aber mal ehrlich, so ein goldener Fantasietierkopf ist doch auch viel aufregender. Einer ist vor lauter Sammeln fast nicht mehr zum Regieren gekommen. Rudolf II. Der hat 1583 seine Residenz von Wien nach Prag verlegt und sich mit absoluten Koryphäen seiner Zeit umgeben. Mit Astronomen wie Johannes Kepler, mit Meistern der Alchemie, mit Goldschmieden, mit Schweizer Uhrmachern und mit Künstlern wie dem Italiener Archimboldo. Herr Dr. Rainer, was war das denn für ein Typ, dieser Rudolf II.? Ja, er gilt häufig als ein manisch besessener Sammler, vor allem als Kunstsammler, Kunstmäzen. Aber im Grunde genommen war er ein sehr offener, interessierter Monarch, der versucht hat, die Geheimnisse der Welt zu ergründen und dem Ganzen tiefer auf den Grund zu gehen. Und wenn man sich dann eben vorstellt, dass Kaiser Rudolf, wie jeder Kaiser, sich als Herrscher über die Welt sieht, ist es natürlich naheliegend, dass man diese Welt besser regieren kann, wenn man deren Gesetze versteht. Es war ja auch eine unglaublich spannende Zeit. Da ist ganz viel Neues entdeckt worden. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Rudolfinischen Kunstkammer ein Beispiel nehmen will, die sogenannte Wiener Planetenuhr, die 1605 am Prager Hof entstanden. Und die zeigt an der Vorderseite ein Zifferblatt, das nicht die Zeit anzeigt, sondern den Lauf der Planeten. Und im Zentrum steht, und das ist ein wichtiger Punkt, steht die Sonne. Also das heliozentrische Weltbild, das von Kopernikus vertreten wurde und das lange, vor allem in der katholischen Kirche, nicht akzeptiert war. Und das ist aber hier in dieser Uhr schon festgehalten. Der Höhepunkt dieser ganzen verspielten auch Kunstwerke waren eben solche Automaten. Zum Beispiel in diesem Automaten, 1585 in Augsburg entstanden, befinden sich im Inneren zwei Laufwerke mit zwei Programmscheiben, auf denen die Musik gespeichert ist. Wenn man sich jetzt ein großes Festessen vorstellt und in der Mitte der Tafel steht dieser wunderbare, große, schon so beeindruckende Tafelaufsatz und zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt er dann einfach Musik zu spielen, aus sich heraus. Eine Fanfare, die ankündigt, dass der Kaiser aufs Schiff gekommen ist, der Kaiser als Steuermann. Damit ist aber noch lange nicht genug. Dann beginnt sich das Schiff auch noch zu bewegen, zu fahren über den Tisch. Das heißt, es war nicht nur zum Entertainment der Gäste, es ging auch um Macht. Es ging um beides, ja. Es ging um Erstaunen, um Verwunderung, um Macht. Diese Karaffenvögel sind nicht etwa aus Glas, sondern aus knallhartem Bergkristall. Mühevoll herausgearbeitet und geschliffen.
Und solche exquisiten Kunstwerke aus Elfenbein findet man auch nur hier in der Wiener Kunstkammer. Sind Ihnen Dinge wichtig? Manche schon. Was manche für mich? Schon. Naja, Dinge, die mich an Situationen erinnern, an Menschen erinnern. Mhm. Das ist mir dann schon wichtig. Dann will ich Ihnen noch unbedingt ein Hauptwerk zeigen. Da Sie kennen sie. Naja, wer kennt sie nicht, bitte? Das war ja eine große Aufregung, die Saliera. Was war da? Man könnte sagen, eine psoffene Geschichte, kennt man. Versteht man das? Ja, ein junger Mann ist damals, da war das Kunsthistorische Museum eingerüstet und ist über das Gerüst hinaufgeklettert und durch ein Fenster eingebrochen und hat sie gestohlen. Und sie war über einige Zeit ziemlich nah beim Kunsthistorischen Museum unterm Bett des Diebes. Und dann später im Waldviertel in der Erde vergraben, zwar schön verpackt, aber ja, eine sehr aufregende Sache. Aber ich glaube, niemand kannte vorher wirklich die Saliera so gut. Also der Saliera hat es genützt? Absolut. Also ich finde, es hat ihr nicht geschadet, dieser kleine Ausflug. Von der Nofretete der Kunstkammer zu einer Figur, die mich besonders beeindruckt hat. Die Vergänglichkeit. Naja, das beschäftigt uns doch jetzt in unserem Alter, oder? Ja, wir sind mittendrin, würde ich sagen. Ja. Also diese Phase bin ich schon drüber. Ja, ich überdiene dieses Herrn auch. 1470 ist das entstanden, aus Holz geschnitzt, und dass die sich so damit beschäftigt haben. Ja, ich glaube, das war doch immer Thema. Es ist interessant, dass die Vergänglichkeit besonders an der Frau gezeigt wird. Ne? Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht die Mischung aus Mann und Frau ist. Eigentlich ist es sein Kopf und ihr Körper. Wenn man sich die Gesichter anschaut, das ist wirklich ein Mischwesen. Es ist interessant, ja. Und es ist eigentlich auch eine schöne Idee, ja. Weil wenn wir geboren werden, sind wir uns sehr ähnlich, Männlein und Weiblein. Und je älter wir werden, umso ähnlicher werden wir uns wieder. Ja, das ist richtig. Aber machen Sie sich Gedanken über die Vergänglichkeit? Macht Ihnen das Angst? Nein, Angst macht es mir eigentlich nicht. Es gefällt mir nur manchmal nicht, aber es macht mir keine Angst. Es gehört zum Leben dazu. Ich wünsche mir nur immer, dass das mit so wenig Schmerzen wie nur möglich verbunden ist. Also ich glaube auch nicht, dass das der Endpunkt ist, der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit, glaube ich, setzt erst dann wirklich ein, wenn man vergessen wird. Wenn es dich nicht mehr gibt, weil die Menschen nicht mehr über dich sprechen. Wenn du nicht mehr in den Herzen bist. Er ist bis heute nicht vergessen. Der spanische Malerfürst Diego Velázquez. Wie er Adlige und Hofnarren gesehen und gemalt hat, ist immer noch faszinierend. Dies ist die erste große Velázquez-Schau in Wien. Eröffnet wurde sie von der spanischen Königin. Die meisten Leihgaben kommen aus dem Prado in Madrid. Sie haben ja aber selber einen ganz ordentlichen Bestand an Velázquez-Bildern. Wie kommt das? Das meiste ist ja eigentlich im Prado sonst. Und außerhalb des Prados können wir in Wien uns glücklich schätzen, dass hier so viele Gemälde von Velázquez erhalten sind, die der Madrider Hof nach Wien gesandt hat, um einerseits dem Großvater, dem Onkel, der hier Kaiser war, Familienbilder zur Verfügung zu stellen. Und andererseits dann auch schon sanfte Heiratsbeziehungen zwischen diesen beiden Häusern anzubahnen. Also weil die Habsburger haben ja munter untereinander hin und her geheiratet, gerade Österreich-Spanien, damit man das Reich vergrößern und festigen konnte, oder? Und sichern konnte, ja. Mhm, das war Teil der Aufgabe des Hofmalers, dass er in regelmäßigen Abständen Porträts der Kinder, der Enkelkinder verfertigen musste. Margarita ist dann 10 Jahre nach diesem Porträt ja tatsächlich hier in Wien als Braut eingezogen. Was ich erstaunlich finde, wenn ich mir dieses Kleid genauer angucke, es ist fast impressionistisch. Ne? Das ist so ganz unscharf und ein bisschen verschwommen und das Gesicht ist aber ganz präzise. Das ist diese unglaubliche Faszination, glaube ich, beim Anschauen, diese Sehlust, die Velázquez malweise erzeugen kann, dass er einerseits durch diese locker hingesetzten, fast flirrenden Pinselstriche
diese Vibrationen erzeugen kann, die so unglaublich modern für uns nach wie vor wirken und die ja nicht umsonst in Paris die großen Künstler des Impressionismus wie Manet und Renoir, Degas fasziniert hat. Mit seiner entfesselten Art zu malen sprengt Velázquez die strenge Etikette am spanischen Hof. Er porträtiert auch die Zwerge und Hofnarren. Anrührende Bilder, die zeigen, wie tief Velázquez in die Seele der Menschen geschaut hat. Der schönste Rückenakt der Kunstgeschichte. War sie die Geliebte des Malers? Geheimnisvoll und verlockend schaut sie uns an. Oder doch nicht? Wenn man sich die anguckt, da erzählt doch eigentlich jedes Bild eine Geschichte. Das sind eigentlich alles Krimis. Das ist ja schon einmal verdächtig. Die zwei stecken unter einer Decke. Ja, wenn es um Geld geht. 100%. Sowieso. Und derjenige, der ihnen gegenübersteht, der ist in Gefahr. Könnten Eichhörnchen sprechen, wüssten wir, was im Paradies vorgefallen wäre. Irgendeiner versucht, dem Tatort die Mordwaffe zu entwenden. Man muss so aufpassen, es ist überall. Ja, und die Frau führt doch Böses im Schilde bei dem Alten, oder? Also, ich meine, die macht das ja nicht aus Vergnügen. Nein. Das könnte jetzt in der Pathologie sein. Das könnte in der Pathologie sein. Professor Börne in 50 Jahren oder so. Aha. Das sind die Zeugen. Die Zeugen, die immer auf andere verweisen. Stimmt. Ja, oder? Stimmt. Also, wem soll man jetzt vertrauen? Ja, das wird ein kniffliger Fall. Aber wir werden ihn klären. Aber das Kunsthistorische mal als Ort für einen Tatort, das wäre doch toll, oder? Ich würde es lieben. Also die ganze Zeit in diesen Räumlichkeiten. So ein Mord im Kunsthistorischen, ein Toter, der das Treppenhaus runterfällt. Großartig, in der Nacht. Wenn die Bilder zu leben anfangen, wenn sie aus den Bildern rauskommen. Das waren immer so meine Fantasien. Dann wünsche ich Ihnen und uns noch ganz viele schöne Tatorte mit Ihnen. Und danke Ihnen sehr, es war toll. Ich danke Ihnen. Sie müssen wieder drehen gehen. Ja, ich muss Dankeschön. Jetzt auf und davon. Alles Gute. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ich habe ja schon viele Museen gesehen, aber selten hat mich eins so beeindruckt wie das Kunsthistorische Museum in Wien. Natürlich, was die bombastische Architektur angeht, aber auch die Sammlung und die Präsentation. Die ist in der neu gemachten Kunstkammer wirklich herausragend. 10 Jahre lang wurde renoviert und restauriert und noch nie haben mich Schnitzereien, Goldschmiedearbeiten und Edelnippes so begeistert wie dort. Diese perfekte Beleuchtung würde natürlich auch einigen Teilen der Gemäldesammlung noch richtig gut tun. Aber man kann ja nicht alles auf einmal neu machen. Toll ist auch, wie das Museum vergangene Kunstepochen für uns lebendig macht. Das Ganymed-Projekt animiert jeden Einzelnen, seine eigenen Geschichten zu den Bildern zu erfinden und zeigt so, dass selbst 400 Jahre alte Gemälde noch brandaktuell sein können. Man muss sich nur drauf einlassen. So erreicht man auch die Jugend, genauso wie mit großen Besuchermagneten wie der einzigartigen Velázquez-Ausstellung, die so clever in die Sammlung integriert ist, dass man einfach weiterschauen muss. Und das können Sie hier auch von ganz gemütlichen Sofas aus. Endlich mal keine harten Bücherbänke in der Ausstellung. So wird das Kunsthistorische Museum zum erweiterten Wohnzimmer. Was für ein K&K-Gefühl. Aber das passt ja perfekt zu diesem wunderschönen Wien, das eine Großstadt ist, aber trotzdem richtig gemütlich. Bis zum nächsten Mal. Servus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie nun zu den Ausgängen. Ladies and gentlemen, thank you for your visit. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Mesdames et messieurs, veuillez avoir une chance de vous. Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen.